Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, ja, wo wir gerne mal fragen möchten, gibt es eine Wiedervereinigung für das Sternzeichen Waage und seinem Ex-Partner? Was erwartet unser Sternzeichen Waage mit seinem Ex-Partner? Ich mache das Intro ein bisschen kürzer, Leute, aus dem einfachen Grunde. Herzlich willkommen, wisst ihr, seid ihr alle von überall her, wo ihr mich zuschaut. Aber um einfach meine Stimme ein bisschen zu schonen, weil wir haben echt ganz starke tropische Regenstürme und diese Temperaturstürze sind sehr stark und ich rede sehr viel durch meine privaten Legungen und ich möchte gerne das Intro einfach ein bisschen verkürzen, okay? Also Option Nummer 1, Sternzeichen Waage, das Tarot der Liebe. Option Nummer 2, das Tarot der Hexen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du beide Optionen wählen. Es gibt immer eine versteckte Nachricht dabei. Andernfalls pausiere bitte das Video. Ja? Lass die Energien auf dich wirken. Entscheide dich von den beiden Optionen, ja? Welche für dich die am meisten auf dich einprasselt. Entscheide ganz in Ruhe. Ich fange währenddessen schon mal an mit Option Nummer 1, das Tarot des Herzens. Sternzeichen Waage, ich möchte dich bitten, konzentriere dich auf die Situation, um die es geht. Um deinen Ex-Partner, um dich selber, frage dich immer wieder, ja, gibt es wirklich eine Wiedervereinigung, gibt es einen Neubeginn, möchte ich wirklich einen Neubeginn mit meinem Ex-Partner, gibt es für Sternzeichen Waage, egal wer du bist, passt es auf dein jeweiliges Geschlecht und auf deine Situation an. Es handelt sich um eine generelle Legung, ja, die nicht immer zutrifft auf 1000%ige Garantie auf jeden. Für private Legungen schreib mich einfach an. Passt es auf dein Geschlecht und deine jeweilige Situation an. Ganz, ganz wichtig. Gibt es eine Wiedervereinigung für Sternzeichen Waage? Es ist ganz egal, ob du Sternzeichen Waage bist oder dein Ex-Partner, ob du Ex-Partner bist. Ganz egal, ja? Hier geht es darum, was ihr wissen wollt, wenn ihr Sternzeichen Waage seid. Also was ich dir hier schon mal definitiv sagen kann, ist, es gibt hier eine Zeit der Funkstelle, des Rückzuges, der Veränderung, der Nachricht, der Überlegung. Also es gibt hier wirklich für einige von euch momentan viel Zweifel, ja, also einige von euch seid ihr an einem Wendepunkt in eurem Leben, wo ihr überlegt, ob es wirklich wichtig ist und richtig ist, mit diesem Ex-Partner, mit dieser Ex-Partnerin nochmal eine neue Beziehung einzugehen. Auf der einen Seite ist es so, dass ihr wirklich überlegt, ja, wie schön das gewesen ist, dass ihr Erinnerungen habt, dass ihr aktiv werden wollt. Einige von euch stehen auch noch im Kontakt mit seinem Ex-Partner. Andere haben sich komplett zurückgezogen. Ob du dich zurückgezogen hast oder dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin. Ganz egal. Passe es an. Diesen Rückzug, den man hier gewählt hat, diese Distanz, diesen Cut, diese Einsamkeit, ja, diesen keine Kommunikation zu haben, diese schlechte Kommunikation, dieses Ganze, was hier passiert ist, ist einfach, dass es wichtig und nötig ist, diesen Reifeprozess, den man gerade durchlebt, wirklich auch anzunehmen. Zu erkennen, wie wichtig das ist, aus einer Depression rauszukommen, aus einer Abgeschlagenheit, aus einer Abhängigkeit, ja, aus wirklich Strukturen, die einem absolut nicht gut tun. Absolut nicht gut tun. Ja, und was heißt das im Großen? Also, ist es eine gute Idee, mit diesem Ex-Partner nochmal eine neue Beziehung einzugehen? Wir haben hier einfach, dass egal wie viel Zeit verstreicht, egal wie oft ihr euch trennen werdet, egal wie sehr ihr den Menschen sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, egal wie schwer eure Probleme ist, es wird für die einen oder anderen immer wieder einen Rückgang zu dieser Person geben. Dein Ex und dein Ex-Partner oder du, ihr werdet Sternzeichen Wassermann. Es wird für die einen oder anderen, wir haben hier eine Seelenkombination. Ja, bitte nicht alle. Es geht sich hier nicht um alle. Ihr solltet wirklich, um zu wissen, ob es dein Seelenpartner ist, mit mir eine private Legung machen. Und dann kann ich dir zu 1000%ig sagen, ob es diese Option für dich die richtige war oder nicht. Okay? Also Seelenpartner heißt nicht immer, dass es einfache Beziehungen gibt. Auf gar keinen Fall. Es geht sich hier darum, mal das mit dem Seelenpartner abzustreifen. Es geht sich hier darum, dass ihr hier in der Entscheidung, in der ihr gerade seid, ja, Ordnung in euer Leben bringen müsst. Ihr und euer Ex-Partner oder einer von euch ist gerade so aus der Bahn geworfen mit Depressionen, mit finanziellen Problemen, mit Erschöpfung, mit Unsicherheiten, mit was auch immer. Ja? Ihr habt hier Autoritätsprobleme, ihr habt hier wirklich verschiedene Denkweisen, ihr habt hier einiges an Sachen durch, wo ihr auch lernen müsst, auch hier in die Gehorsamkeit zu gehen, auch hier auf eure Intuition zu hören, auch hier ein guter Richter zu sein für euch selber, ja? Nicht voreilig zu agieren. Es geht sich hier darum, nicht, ob du mit deinem Ex-Partner zurückkommst oder nicht, in erster Linie. Es geht sich hier darum, ob ihr diese Beziehung auch halten könnt, ob ihr wirklich bereit seid, Opfer zu bringen, ob ihr wirklich bereit seid, das, was ihr euch unter einer Beziehung vorstellt, auch wirklich durchzuziehen. Also wir haben hier das im Moment. Ist es keine gute Möglichkeit, ist auch keine gute Idee, dass du diesen Ex-Partner als Sternzeichen Waage in dein Leben zurücklässt
Weil es gibt hier emotionale Erkrankheit, es gibt hier mentale Erkrankheit, es gibt hier so viel Unsicherheiten, es gibt hier so viel Schmerz, so viel Egos, es gibt hier so viel Chaos in euren beiden Mentalitäten, Persönlichkeiten, wie auch immer, Daseins, dass diese Beziehung im Moment nicht gut ist. Nach einer Zeit der Ruhe, nach einer Zeit des Abstands, nach einer Zeit der Distanz, nach einer Zeit der Erkenntnis, der Reife, der Entwicklung, der klaren Entscheidungen zu treffen, gibt es wieder eine Kommunikation, ja. Aber dafür müsst ihr also ausdauernd sein, beständig sein, gehorsam sein, offen und ehrlich sein. Danach besteht immer die Möglichkeit, neu diese Beziehung aufleben zu lassen, weil alles, was du sähst, trägt Früchte. Ja, du musst Vertrauen in dich selber haben, du musst deine guten Ideen umsetzen, du musst dich weiterentwickeln, du musst sicher sein, du musst immer für jeden Ausweg für jede Lösung einen Ausweg finden. Auch in dieser Situation wirst du das schaffen. Wenn du das nicht bist, Spieglein, Spieglein, ist es dein Gegenüber. Dass dein Ex-Partner versucht, immer eine gute Lösung zu finden. Dass dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin erstmal mehr in sich vertrauen muss, erstmal mehr an sich arbeiten muss, um realistisch zu erkennen, was er oder was sie möchte. Ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Probleme, die ihr in dieser Partnerschaft hattet, werden auch weiterhin bestehen. Ja, auf Dauer. Deswegen ist es wichtig und nötig und richtig, sich diesen Break zu nehmen. Abgesehen davon, dass man sein Leben weiterleben kann. Ja, auf eine andere Art und Weise. Aber man darf sich nicht abhängig machen von dem Gedankenzug von seinem Ex-Partner. Ja, weder du noch dein Ex-Partner. Ihr müsst wirklich leben, lieben, lachen und genießen, aber auch wirklich diesen vom Schicksal bestimmten Reifeprozess anzunehmen, damit ihr triumphiert, damit ihr wachsen könnt, damit ihr die Ketten sprengen lassen könnt, damit dieser ganze Wut, diese ganze Angst, dieser ganze Schmerz, diese ganze Depression, diese ganze Unruhe, alles das, ja, was in euch gerade drin ist oder in eurem Ex-Partner rauszulassen. Diese Enttäuschung in der Partnerschaft, diese Enttäuschung, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist, ist bei vielen noch sehr groß. Okay, ihr müsst euch bewusst werden, was euch wirklich verletzt. Ihr müsst euch bewusst werden, warum ihr manchmal verletzt. Ihr müsst euch bewusst werden, dass so wie dein Partner reagiert, ist es, wie du auch manchmal reagierst. Ihr müsst euch bewusst werden, wie wichtig es ist, den Spiegel vor Augen zu halten, um zu erkennen, dass wir anderen Menschen manchmal unbewusst schaden oder dass andere Menschen uns unbewusst manchmal den Spiegel vor Augen halten, um zu sagen, wie scheiße wir manchmal sind. Entschuldigung. Ja, wie schlecht wir uns manchmal verhalten. Wir dürfen uns das nicht immer alles so persönlich nehmen und immer nur den anderen verantwortlich machen. Nein, ihr müsst lernen, Sternzeichen Wassermann, Waage und alle, die ihr hier zuschaut, ihr müsst lernen, euch verantwortlich zu machen für den Teil, der euch zusteht. Und ehrlich und offen und grundauftief bewusst zu werden, was ihr auch für Fehler macht. Okay, sprengt die Ketten, schreitet nach vorne, lasst eine Zeit der Ruhe einkehren und später irgendwann kommt eine Kommunikation und ihr könnt dann immer noch entscheiden, was ihr macht. Ich sehe hier keinen zweiten Partner. Für die einen oder anderen von euch gibt es Leute, die ihr kennenlernen könnt. Gibt es Leute, mit denen ihr auch Sex haben werdet, es gibt Leute, die auch in eurem Leben schon sind oder eintreten werden, aber ich sehe keine feste, dauerhafte neue Partnerschaft, Sternzeichen Waage, weil du einfach noch nicht bereit bist, einen neuen Menschen frei in dein Leben zu lassen. Okay? Und auch dein Ex-Partner. Im Moment ist es einfach nicht der Zeitpunkt, um neue Leute in euer Leben zu lassen, um wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Hier geht es darum, wirklich lebensfroh nach vorne zu schreiten und dein Leben erstmal zu sortieren. Okay? Also, wir schauen mal. Ich bin nämlich hier gerade dabei, auch für die einen oder anderen eure Kommentare zu lesen, was ihr mir schreibt. Okay, also Sternzeichen Waage. Gibt es für Sternzeichen Waage eine mögliche Wiedervereinigung mit dem Ex-Partner oder eine neue Liebe? Also man hat hier schon echt klar und deutlich gesehen, beziehungsweise man sieht es hier schon klar und deutlich, dass hier einige an dieser Lüge, an dieser Enttäuschung, an diesen Egos, an diesen Schattenseiten, an diesen abgrundtiefen, negativen Abhängigkeiten, Konflikten, toxischen Beziehungen arbeitet. Dass es schon wichtig war, ja, aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Enttäuschung rauszukommen, dass es hier diese ganzen Streitereien, die zwischen euch gewesen sind, ja, wichtig war, dass ihr euch trennt, sowohl von deiner Seite als auch von der Seite deines Ex-Partners. Das Beste, was dir hier passieren konnte, ist, dich von deinem Ex-Partner zu befreien. Auf der anderen Seite Waage war es auch das Richtigste und das Beste, dass dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin sich von dir trennt, um sich zu befreien. Also pass auf, Leute, ja, für eine private Legung schreibt mich an. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich denke, gerade bei Thema Waage, Ex-Partnerschaften ist es umso wichtiger, dass ihr hier wirklich lernt, was es heißt, auch abhängig zu sein. Was es heißt, aus einer toxischen Beziehung rauszukommen. Was es heißt, Dominanz zu spüren. Was es heißt, auch Kräfte einzusetzen. Was es heißt, hier Machtspiele sein zu lassen. Was es heißt, hier abhängig zu sein. Hier gibt es eine Beziehung, die Gott sei gedankt, aus eigener Kraft oder von Einfluss von Dritten, von was auch immer, von Egos, so stark dominiert worden ist und Gott sei gesegnet, wollte ich eigentlich gesagt haben, getrennt worden ist, damit ihr aufwacht und erkennt, wie krank es euch gemacht hat, in dieser Beziehung zu sein. Oder wie krank es deinem Ex-Partner, Sternzeichen Waage, gemacht hat, in dieser Beziehung zu sein.
Neider, Missgunst, ja, Probleme, Eifersucht, Abhängigkeiten, Krisen, Drogen, alles Mögliche, sexuelle Untreue, ja, alles Mögliche war bei einigen von euch dabei. Und das hat sich jetzt gelöst. Indem ihr der Versuchung nachgegangen seid, euch zu lösen, euren Willenskampf nachgegangen seid, euch zu lösen, oder dein Ex-Partner hat sich versucht zu lösen, habt ihr genau das Richtige gemacht. Ihr habt es geschafft, den Spieß umzudrehen. Ja, wir haben hier auch eine Schwangerschaft. Ja, wir haben hier auch wirklich wieder mal jemanden, der schwanger geworden ist, der sich auch trotz einer Schwangerschaft getrennt hat, und andere, die wirklich schwanger sind von einem anderen Partner und trotzdem zu ihrem Ex zurückgehen wollen, ja, oder die halt von ihrem Ex-Partner gerade schwanger werden noch, weil ihr nochmal Sex habt. Es ist egal, aus welcher Konstellation, passt es auf dein Geschlecht und deine lebensweilige Situation an. Es geht sich hier einfach nur darum, dass diese Befreiung von deinem Ex-Partner dir die Möglichkeit schenkt, oder schenken wird oder geschenkt hat, schwanger zu werden von jemand anderen auch. Okay, ganz wichtig, das ist auch eine kleine Gruppe hier, ja, man sieht das. Okay, dass dir das Leben die Möglichkeit schenkt, zu heiraten, eine gute Liebesbeziehung zu führen, dich von der Vergangenheit zu lösen, neu anzufangen. Du hast hier die Möglichkeit, eine neue Liebe, die gesegnet ist auf Respekt, auf Harmonie, auf Vertrauen, auf Ehrlichkeit zu leben. Ja, auch mit einem Kind gesegnet zu sein. Es gibt hier immer noch mal Nachrichten, es gibt hier immer noch mal Kommunikation. Es gibt hier immer noch mal etwas, was dich mit deinem Ex oder mit deiner Ex in Verbindung bringt. Ja, aber du solltest wirklich das Geschenk des Lebens annehmen, auch mit einem Kind gesegnet zu sein, um eine neue Liebe zu beginnen. Das Alte endlich rauszulassen, diesen neuen Zyklus anzufangen, die Trauer rauszulassen. Ja? Nicht nur an deinem Ex denken, wo du sagst, du möchtest gerne stundenweise Begleitung haben. Nein. Diese Enttäuschung, ja, diesen Schmerz, diesen ganzen Depression, in der du steckst, dieses Ganze loszulassen. Ja, blockiere dich nicht, nehme das Geschenk des Lebens an und fruchte. Geh in die Stabilität rein, ja, sei erfolgreich, arbeite, ja, mach dir einen neuen Standbein auf. Wenn wir jetzt nicht von einer Schwangerschaft reden, ja. Eine Schwangerschaft ist auch immer eine Neugeburt, eine Weiterentwicklung. Es gibt für die einen oder anderen, die jetzt nicht schwanger sind, weil nicht alle sind in einem gebärfruchtigen Alter. Nicht alle könnt ihr noch Kinder kriegen, nicht alle habt ihr den Kinderwunsch. Wenn du zu den Frauen gehörst, die nicht schwanger sind und noch nicht schwanger werden, ja, weil ihr aus dem Schema schon raus seid, warum auch immer, okay, ist es, dass es hier eine Wiedergeburt ist, ein Neubeginn, eine Neufindung, eine neue Möglichkeit, glücklich zu werden. Ganz, ganz wichtig, das Leben bereitet dir die Möglichkeit, diesen ganzen Ballast, diese ganzen Sorgen, diesen ganzen Dreck rauszulassen, mutig nach vorne zu schreiten, keine Angst zu haben, dir bewusst zu werden, dass das Leben wunderschön ist, dass du Stabilität hast, dass du erfolgreich hast, dass du Kohle haben kannst, dass du Befreiung haben kannst, dass du Erleuchtung haben kannst, dass du eine wahre Liebe spüren kannst, wann immer und wo immer du möchtest. Das ist eigentlich ein super gutes Geschenk. Du musst es einfach nur wollen und zulassen. Ja? Sternzeichen Waage, diese Legung für dich wird ein bisschen kürzer aus dem einfachen Grunde, weil hier ist es klar und deutlich, diese Trennung war die beste Entscheidung, die ihr habt treffen können, sowohl von deiner Seite auch, als auch von der Seite von deinem Ex. Okay, eine neue Liebe gibt es hier für dich, definitiv mit einem Kind gesegnet, mit einer Erkenntnis neu zu beginnen, mit einem Umzug, mit einer internen, externen Reihe, mit einer Befreiung, mit einer Ehe, mit einer Familie, mit einem Coming Home, mit allem. Du wirst es lernen, in der nächsten Beziehung Dinge, die du vorher genehmigt hast, geduldet hast, nicht mehr zu machen. Du wirst es lernen, wirklich von diesem neuen Partner, der kommt, zu reifen. Du wirst es lernen, dich mehr unter die Lupe zu nehmen. Du wirst es lernen, was es heißt, wirklich nicht abhängig zu sein, sondern wirklich zu lieben. Machtkämpfe sein zu lassen, Egoismus sein zu lassen, ja, Unsicherheiten sein zu lassen, sondern Vertrauen aufzubauen, Liebe aufzubauen, ja, gütiger zu sein. Du wirst wirklich einen kompletten Lebenswandel erreichen können, wenn du dich für die neue Liebe entscheidest. Ja, diese ganzen Konfusionen, diese ganzen Unsicherheiten, diese Abhängigkeiten, die es hier gibt, ja, dieses Emotionale, diesen Wunsch, immer wieder in Harmonie zu kommen, immer ein Gleichgewicht zu erzielen, ja, diese Neider, Missgunst, alles das, was negativ ist, ja, dieses ganze Desinteresse, dieses ganze Misstrauen wird sich legen können, immer und dann, wenn du bereit bist, den neuen Partner eine Chance zu geben und von dem neuen Partner zu lernen und auch an dir bis dahin zu arbeiten. Es ist ganz wichtig, dass man hier als Team agiert. Du auf deine Art und Weise, Sternzeichen Waage, und dein Ex-Partner auf seine Art und Weise, wenn ihr doch zusammenkommen wollt. Und wenn nicht, gebt ihr wirklich den Raum, die Zeit von dem neuen Partner, die neue Partnerin, die kommt, wirklich zu lernen, damit hier eine gute, stabile Basis, eine gute Beziehung aufgebaut werden kann. Wow, Waage, ich danke dir, ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Kraft, schreite frohen Mutes nach vorne, habe keine Angst, dich zu teilen, habe keine Angst, die Liebe in dein Herz zu lassen, öffne dich, gehe den Weg, der für dich bestimmt ist, egal in welche Richtung du dich entscheidest, du kannst die Liebe finden, immer und dann, wenn du wirklich dir Grenzen setzt und wirklich weißt, was du für dich als
richtig achtest. Ja, aber mache keinen Fehler, indem du voreilig handelst, sondern sei wirklich offen und ehrlich zu dir. Ich danke dir, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye.